So, da sind wir wieder. Wir sind im TDM-Bereich sichern, im Konsulat. So, ich kann mich gar nicht so ganz genau daran erinnern, was dieser Spielmod Bereich sichern macht. Deswegen schauen wir mal nach. Aber wir müssen verteidigen, von daher nehmen wir Castle. Wie gehabt, mit der UMP-45 und der M-45. Das bestätigen wir nochmal. Jungs, was ist denn das Geiselname? Nee, das ist, wie heißt das hier? Verteidigung oder irgend sowas. Bombe. Genau, Bombe. Alles klar. Und wie viele Deutsche sind hier im Team? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Yo, Biogefahrgutbehälter schützen. Klingt machbar. Versteckt einer das Ding da oben. Die Wand wurde gesichert! Was soll der da oben verstecken? Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Warum nimmt ihr das jetzt weg? So ein Depp. Ach, der wollte da hoch. So, ich wollte hier alles schön mit der Panzerplatte deffen. Gerade, wo ich mich hier im Sitzplatz hinstelle mit meinem Schild. Vielleicht hier in der Ecke. Ja, das sieht doch mal ganz passabel aus. Da sollte man zumindest mitkommen, wenn da irgendjemand durch will, dann sollte man das mitbekommen. So. Ach, wisst ihr was? Sichern auch noch. Vernünftig. So. Feinde gefunden. Erdgeschoss. Gut, dann sollen sie doch kommen. So, eigentlich müsste es uns jetzt relativ auf den rechts. Bist du nicht mit Mikrofon, Doc? Ziele entdeckt. Erdgeschoss. Anscheinend nicht. Wer ist sonst noch hier Deutsch im Team? Alle deutsche Server. Ja, das klingt irgendwie doch wie ein deutscher Server. Finde ich aber grundsätzlich cool, dass wir hier halt nur mit Deutschen zocken. Oder sind das deutschsprachig? Oder sind irgendwelche Asylanten? Das bedeutet, dass du davon ausgehen kannst, dass jemand nicht Deutsch spricht. Ah! Boah, hat der mich geholt! Passt auf, direkt um die Ecke. Ah, da hat der mich geholt. Da war ich zu langsam. Zu sehr damit beschäftigt, mich darüber zu freuen, dass deutsche Teammates da sind. Da hat der aber fett kassiert. Alter, da steht doch einer! Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Der kommt jetzt und wird ihn holen. Gegner sichern, oh Mann, da wurden wir alle geholt. So ein Schrott. Neutralisiert. Das ist ärgerlich. So, jetzt wollen wir angreifen und ich finde eigentlich... Ah, da war einer schneller als ich, so Lappen. Jetzt müssen wir halt hier als Rekrut reinjoinen. Aber ich denke, mit der 552-Kommando als GSG-9er kann man nichts falsch machen. Ja, take their sledge, ja. Was brauchst du, Rekrut? Wie meinst du?
Ja, für eine Klasse, für nächste Runde dann. Ich hab halt nur Sledge, deswegen ich hätte diese Runde Sledge gespielt. Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Danke, das wäre echt super, Jungs. Wer kauft dir mal Ash? Könnte die meisten Leute selbst. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter. Ja, mach ich. Ich bin gerade dabei, mehr Chars mir einzukaufen. Oh, hier haben wir sie schon gefunden. Tja. Da nehmen sie uns alle mit. Oh, und zack, die ziehen ja wirklich jede Drohne von uns. Hey, der Move war cool. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 10 Sekunden, alles klar. Machen wir uns bereit. Einsatz in 5 Sekunden. Geht ihr mal richtig ab, der Scheiß hier. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. So, lass doch mal Sledge vor. Sind alle im Raum drin oder ganz nah an der Tür? Achtung, ich nate. Den Behälter sichern. Achtung, ich nate. Feindliche Aktivitäten. Bam! Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Oh. Direkt hinten durchs Fenster. Ja, da stand ich halt irgendwie blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Beenden. Oh. Hier geht's ja echt ab bei uns. Wo steht der? Oh, das ist auch nice. Komm, schieß ihm die Eier weg, ja? Ah, der verreckt dann auch. Töte ihn. Ja, das war schön. Was passiert hier? Oh, das ist auch eine Assi-Posi, muss man ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier? Okay, da holt er ihn mit seiner scheiß Pistole. Auch nett. Okay, da hinten steht auch einer. Ist ehrlich, so ein Tank? So, ja, auch bestimmt nicht ganz easy zu handeln. Da an. Ey, das ist echt derbe für uns gerade. Mit Sicherung des Behälters vor Sicherung des Behälters einstellen. Lässt ihr noch weiter Gegner. Mit Sicherung des Behälters die Bedrohung neutralisiert. Yeah! Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Bam! Das ist gut so. So muss das sein. Ja, okay, der hat keine Chance. Dann nehmen wir wieder Kessel. Weil macht Spaß. So, jetzt haben wir Bandit und zwei Operator. Müssen noch gewählt werden. Von Mysterion 111. Und dem Dog. Besser gesagt, der Dog hat ja gewählt. Jetzt haben wir noch Puls dabei. Und er wählt immer noch aus. Ah, Rook. Tanky, tanky shit. Nice. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Schutzplatten einsetzen. So, machen wir hier auch schon mal zu. Wallet macht die ganzen Fenster dicht. Ich hole mir schnell eine Schutzplatte ab. So. Im Einsatzbereich bleiben. Nur noch 10 Sekunden. Du musst in dieser Zone bleiben. Ja, ich weiß, dass der Außenbereich gesperrt ist. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Ah, okay. Wisst ihr was? Dann mache ich damit noch die Fenster dicht. Damit ist das auch dicht. Das Gerät ist in Position. So, machen wir die Fenster dicht.
man vielleicht auch vorher tun kann. Tür befestigt! Das Gerät ist vorbereitet. So, jetzt stelle ich hier mal einen schönen Tank hin. Ich behaupte mal, da kommt so schnell halt keiner vorbei. Feinde gefunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Ja, das ist schade. So. Muss ich noch eine Wall reinforcen? Dann machen wir hier mal. Beziehungsweise ich gehe mit. Das gefällt mir nicht. Fällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nimmt jemand das andere Fenster? Ich kann von hier nur das rechte sehen. Gut, dann nehme ich das linke. Das ist doch mal Teamkoordination. So ist das auch ursprünglich gedacht, glaube ich. Links von mir wird was weggesprengt jetzt. Ich stehe gefühlt ein bisschen offen. Oh! Was war das? Au! Von wo denn? Wo kommt der denn her? Oh Mann. Ja, da kann man natürlich auch viel gegen machen. Oder? Kann man? Ich weiß nicht. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen, was dagegen tut. Oh, noch mal was. Da geht's. Da geht die Post ab. Letzter verbleibende Operator des eigenen Hubs. Ist der letzte. Magazin wird geladen. Tja. Der ist tot. Der ist tot. Oh, er ist doch nicht tot. Ich hätte erwartet, dass ihm die Nate wegsnackt. Ja, okay. Was will man gegen so einen tun? Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Verdammt. Tja. Denkt und dran, lass dem einen Fett, okay? Genau. Vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Mysterien wieder ausfällt. Wir haben dabei wieder Blitz, Glass und Ash. Eigentlich ziemlich fette Kombo. Oh, zwei Tanks. Das ist bitter. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Das ist wirklich bitter. Ich weiß nicht, wo der Fino hingeht, dann gehe ich mal den Keller checken. Ich bin im Erdgeschoss. So, und wo genau da? Ah. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Ich folge einfach mal meinem Team. Sieht noch gut aus.
So, jetzt hier rein. Sollten vorsichtig sein. Achtung, ich habe vorhin in dem Gang einen gesehen. Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Die Treppe hoch ist einer. Ich wechsle Magazine. Willst du das nicht anvisieren? Ja, aber nicht. Einer rechts im Nebenraum. Shit, den habe ich total übersehen. War ich gerade so konzentriert? Scheibenkleister. Schauen wir direkt mal, was hier, was er macht. Okay, wir haben noch zwei. Blitz, rechts im Raum ist noch einer. Und vor der. Scheiße. Eigener Trupp wurde eliminiert. Das ist dämlich. Oh, ist das asozial. Tja, das war eine verheerende Niederlage. Traurig. Naja. Kann nur besser werden. Also irgendwie weiß ich nicht, was los ist. Ich verliere die Gefühl die ganze Zeit. Aber mei, passt schon.